Nicht artgerechtes Verhalten. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der Mr. T wieder mit seinem nicht artgerechten Verhalten. Der muss doch immer drauf rumhacken. Ja, das ist mein Job, euch ein bisschen aufzuklären, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht, dass ihr ganz, ganz, ganz alt werdet. Jetzt wird es noch spannender, und zwar nicht nur reich alt werdet, sondern auch noch gesund alt werdet. Das ist mein Job. Und pass auf, nicht artgerechtes Verhalten, was meine ich damit? Jetzt schauen wir uns mal anatomischen Menschen an und gucken mal, wie der Kerl so gebaut ist. Da haben wir einen Kopf, da haben wir eine Brust, eine Schultern, da haben wir einen Hintern, haben Beine. Und dann fragen wir uns, was hat sich die Natur dabei gedacht, dass wir so, wie wir sind, sind? Es hat ja schon ein paar Tausende, Hunderttausende von Jahren gedauert, bis der Mensch von der gesamten Struktur so ist wie heute. Also Natur hat sich sicherlich was dabei gedacht. So, und erstmal sind wir natürlich ausgelegt für 20.000 Schritte pro Tag. Das könnten wir machen. Der Durchschnittsbürger ist bei 1.200, 1.300 Schritte am Tag. Also schon mal wesentlich weniger, wie wir machen könnten. Dann ist ja so, dass wir haben Hände, Finger, Beine, Muskeln. Das hat ja alles einen Sinn, warum das da ist. Die Frage ist natürlich jetzt, nutzen wir das heute noch so, wie es vom Ursprung gedacht war? Ist es so, dass wenn wir den ganzen Tag auf unserem zarten Hintern sitzen, in einer Haltung vor einem viereckigen Kiste und darauf rumklimpern oder so ein kleines Teil in der Hand haben, die den Kopf nach unten gesenkt und dadurch die Weltgeschichte laufen, manchmal gegen die Laternen laufen, ist das so gewollt? Oder im Auto sitzen mit einem runden Lenkrad, so in einer leichten Haltung, wo das Becken nach hinten gekippt ist, ist das so gewollt? Hat die Natur gesagt, wir sollen das so machen? Dann bin ich mir jetzt sicher, dass ihr sagt, nein, das ist nicht so. Und jetzt überlegt mal, auch vielleicht in eurem Fall, wie oft sitzt ihr pro Tag genau in dieser Haltung? Sitzend, auf dem Stuhl, im Auto, vorm Handy. Wie oft machen wir das pro Tag? Dann stellen wir fest, das ist schon verdammt lang. Bei manchen Menschen 14 Stunden am Tag. Also morgens aufstehen, an den Kaffeetisch, vielleicht was gefrühstückt, vielleicht sogar was Gesundes. Danach ins Auto, mit dem Auto am besten in den Drive-In-Schalter im Geschäft, dass man nur noch vom Auto Tür auf den Bürostuhl sitzen muss. Dann sitzt man da 8, 10, 12 Stunden, steigt in Aufzug, fährt runter ins Auto, fährt nach Hause, steigt aus, setzt sich aufs Sofa. So, und jetzt ist die große Frage, müssen wir jetzt dazu Wissenschaftler beauftragen, die uns sagen, dass es nicht gesund ist? Nein, müssen wir nicht, weil wir es selber wissen. Ja, das ist super, wenn wir das wissen. Die Frage ist, was nutzt uns das Wissen, wenn wir nichts dagegen tun? Schaut mal, sitzen, natürlich, sitzen ist energetisch gesehen sehr sparsam. Sich hinzustellen bei der Arbeit ist schon wesentlich aufwendiger und wesentlich energieverschleißender. Deswegen ist es natürlich viel einfacher, sich hinzusetzen. Ob dann das viel einfacher, gesünder ist auf Dauer, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich würde ganz klar sagen, nein. Also das, was wir tun, zu größten Anteilen, sei es das, wie wir arbeiten, selbst das, mit was wir unser Gehirn konfrontieren, ist zu größten Anteilen nicht mehr artgerecht. Und entsprechend dessen entstehen natürlich hier oder können hier ganz viele Beschwerden und auch Krankheitsbilder entstehen, die natürlich für die Wirtschaft hervorragend sind. Ja, denn ein kranker Mensch ist ein hervorragender Wirtschaftsfaktor. Somit ist die Frage, ist ein öffentliches Bedürfnis da, dass wir Menschen uns ja gesund erhalten? Ich bin jetzt ganz frech, würde sagen, nein, nein, denn ein ganz gesunder Mensch ist kein guter Wirtschaftsfaktor. Der braucht keine Kopfschmerztabletten, der braucht keine Salbe für irgendwelche neurodermitischen Ausschläge, weil er viel Stress hat, der braucht kein Psychopharmaka, der braucht kein Bluthochdruckmittel, der braucht keine Cholesterintabletten, der geht nicht so oft zum Arzt, der muss nicht so oft operiert werden. Also brauchen wir die gar nicht. Ne? Wir brauchen keine gesunden Menschen, müssen wir nicht. Somit, also verlassen wir uns nicht darauf, dass irgendwelche in Institutionen draußen zu sagen, wir müssen tatsächlich jeden Tag das und das tun. Da sind wir gefragt, wir selber, unsere Eigenverantwortung zu sagen, ja, es ist richtig, ich sitze den ganzen Tag auf meinem Arsch. Also werde ich wohl es fertig bringen, in der Woche dreimal 45 bis 60 Minuten mich in Form von Bewegung so weit wie möglich artgerecht zu verhalten. Ja, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, also ich auch nicht auf den Kopf gefallen, also macht es ja Sinn, auch was die Ernährung anbetrifft, so weit wie möglich wegzubleiben von industrialisierter Ernährung, so weit wie möglich wegzubleiben von Schadstoffen wie Alkohol, wie Nikotin, wie irgendwelche Drogen, denn sie sind für uns nicht
förderlich. Es ist nicht für unsere Gesundheit förderlich. Also diese Entscheidung können wir selbstständig, freiwillig machen. Kein Problem, kriegt man hin. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Und daran scheitert es meistens. Meistens scheitert es an der Umsetzung, weil das Bewusstsein ist doch vorhanden. Wir haben doch das Bewusstsein. Ihr wollt mir doch jetzt erzählen, dass man das nicht weiß. Ihr wisst das alles selber. Zu viel Brainstuff, zu viel Ablenkung, zu viel ungesunde Sachen, zu viel Sitzen, eventuell noch Rauchen, eventuell noch regelmäßig Alkohol, eventuell noch vielleicht Stress, weil man nicht klarkommt mit dem, was man tut. Also alles Dinge, die für unsere Gesundheit nicht förderlich ist. Wissen wir. Und wir tun es nicht. Warum nicht? Das ist die große Frage, warum tun wir das nicht? An was liegt das? Was denkt ihr, an was liegt das? Ja, es ist tatsächlich so. Sich gesund zu verhalten, sich gesund zu ernähren, sich regelmäßig zu bewegen, was für seine Achtsamkeit zu tun, ist energetisch aufwendiger wie nichts zu tun. Sich gesund zu ernähren ist energetisch aufwendiger wie irgendeinen Fastfood-Müll in sich reinzustopfen. Sich abends mit einer Flasche Wein abzuschießen, dass man schlafen kann, ist energetisch bei weitem nicht so aufwendig wie zu meditieren, einen Waldspaziergang zu machen. Also, ihr seht, mit was es steht und fällt. Es steht und fällt erstmal mit einer Entscheidung, dass man überhaupt noch eine Entscheidung treffen muss, dass wir uns gesund verhalten, ist ja schon krass. Aber es steht und fällt mit dem energetischen Aufwand. Der Mensch ist ein verdammt gutes Energiesparmodell, ja. Und umso mehr du da draußen auf Energiesparmodell eingestellt bist, umso weniger gesunde Entscheidungen wirst du treffen. Und jetzt ist für uns Menschen so schwierig, als intelligentestes Wesen auf diesem Erdball eine Entscheidung zu treffen, die gesund ist für uns. Das ist schon krass. Also es ist schon sehr, sehr krass. Und deswegen mein Tipp an euch da draußen, überlegt nicht lange. Überlegt einfach nicht lange. Sondern trefft eine Entscheidung für eure gesunde Zukunft. Und das ist keine Raketentechnik. Wenn ich das in den Worten von Dirk Reuter sagen darf, weil ich liebe diesen Spruch. Es ist keine Raketen, das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung. Eine Entscheidung morgens, jawohl, ich esse keine Schokopops, ich esse kein süßes Stückchen, ich esse was Gesundes. Mittags nochmal eine Entscheidung, abends nochmal eine Entscheidung. Dreimal in der Woche eine Entscheidung, ja, ich investiere in meinen tollen, leistungsfähigen, schönen Körper. Und dann habe ich so einen riesen Spaß an dem Körper, mit mir selber, nicht falsch verstehen, mit mir selber, vorm Spiegel. Man hat ein ganz anderes Körpergefühl, eine andere Ausstrahlung. Es hat keine Nachteile. Mit einer Entscheidung, und bin zu drei Entscheidungen in der Woche, Sport zu machen, sich regelmäßig zu bewegen. Das nächste gilt für den Geist. Ja, Achtsamkeitszeiten, Meditationszeiten einlegen, Ruhezeiten einzulegen. Nein, wir müssen dafür nicht 14 Tage in Urlaub fahren. Das kann man jeden Tag machen. Jeden Tag eine kleine Einheit für sich. In Ruhe atmen. Und sich wohlfühlen, entspannen, dafür zu sorgen, dass wir uns, jetzt wird spannend, jetzt genau zuhören, dass wir uns so weit wie möglich artgerecht verhalten. Wir verlangen es von den Tieren, die da draußen, ja, unsere Nutztiere, verlangen wir, dass sie so weit wie möglich, dass sie artgerecht gehalten werden. Artgerecht, aber wir selber tun es nicht. Das ist schon krass. Also denkt mal bitte drüber nach und ja. Und ich bin mir sicher, ihr werdet sicherlich einige Punkte finden, wo ihr sagen könnt, da habe ich echt Verbesserungsbedarf. Und ich weiß, wie es funktioniert. Ich muss nur noch eine Entscheidung treffen. Und zwar jetzt sofort. Schieb es nicht vor dir her. Hier gilt wieder die 72-Stunden-Regel. Wenn du jetzt irgendwas in dem Video gehört hast, was du sagst, ja, das sollte ich tun, dann tu es jetzt. Ja, jetzt sofort. Auf der Stelle. Du hast vor dir einen Terminplan. Da kannst du eintragen, dass du morgen in Sport gehst. Da kannst du dir jemanden raussuchen, der dir hilft. Du kannst jetzt eintragen, wann du morgen deine Achtsamkeitszeit machst. Du kannst dir jetzt eintragen, wann du morgen Abend meditierst oder schöne Musik hörst oder eine gesunde Atmung praktizierst oder tiefenentspannen. Kannst du jetzt machen, deswegen mach's jetzt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß.